Okay, was soll das genau heißen? 3, 5, 9 und 7. Ja, das Ding ist ja, ich kann ja die 3, mit der kann ich ja nichts machen. Was soll ich denn da machen? Aber schön, dass es zurückgesetzt wurde, dann habe ich wenigstens keine Muni verschwendet. Dass die Dinger hier, die zufälligen Variablen hier zurückgesetzt werden. Ich ja kacke, ey. So, warum umschauen? Ach so, ich soll das wahrscheinlich zurücksetzen, ne? Oder auch nicht. Schlüssel. Ja, ich weiß nicht, was der will, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, nee, ich kann nur diesen einen Hebel benutzen. Sieben. Ja. Schon klar. Sagt diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. So sollte es gehen. Okay, hab's. Herr Hebel? Na, Hebel, komm schon. Hab was gehört. Ja. Ich auch. Musst du mit? Gott! Was mit? Scheint zu funktionieren, der Scheiß. Oh. Das war wohl richtig. Ja, leck mich doch. Würde ich da jetzt reinsteigen, ey. Du Spaten. Oh, ich muss. Ja, wo ist er jetzt? Ah, ist da drin. Ha, witzig. Willst du mich verarschen? Ich gehe doch nicht da rein. Oh, ich gehe doch rein. Ah, es geht nach oben. Ja, sehr gut. Und wäre auch scheiße. Passt doch hier nicht, ey. Das ist Mittelalter oder wie auch immer. Und dann solche komischen Fahrstühle. Also entweder waren die weiter als Leute je gedacht hätten. Oder keine Ahnung. Oder es ist halt wirklich eine Zusammenballung aus Gedächtnisfetzen. Sind wir jetzt in der Kirche? Das wäre voll supi. Oh, Wirbelsäule. Oh, Endboss. Ah, nicht Endboss, aber. So, eine Wirbelsäule, ein Gehirn, nichts und nichts. Und das ist irgendwas Komisches. Was? Nehmen? Ich konnte hier irgendwas. Ah.
Strode Money. Ich nachladen die Scheiße hier. So. Das ist auch ein Gehirn. Hier ist noch ein bisschen Muni. Aber wieder Strode, ein bisschen Muni halt, ne? Also wieder kriegen wir hier Munition. Was? Bin jetzt eingesammelt. Ja, Wölfe. Toll. Ich hör's schon. Oh, das ist ein großer Wolf. Ja, geil. Jeden Monat werden Opfergaben zu den Stein... Was? Wie auch immer. Wir haben Zeit. Das arme Vieh, ey. Geil, die haben doch voll den Knall. Ja. Das Vieh ist frei. Haha. Ich werde nicht laufen oder gehen oder sowas. Also ich werde nur so in dieser, ne? Kriegst du das auf? Ich hoffe. Moin, Digga! Lauf, Schlampe! Alter, lass doch mal den armen Typen in Ruhe! Alter! Na, Wuffi? Komm, ein kleiner. Ja.
Boah, Alter, das war knapp. Was ging eigentlich, ne? Joseph. Ich hab zwar nicht zwei Schuss von den Scharfschützen-Dingen verschwendet, aber. Ah, ist okay. Der arme Junge, der leidet so. Wie lebt das Vieh noch? Was ist? Ich hab meine Brille fallen lassen. Fuck. Ach so, ich soll jetzt eine Brille holen. Schnell zurück, bevor das Ding dich findet. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Erste Brille. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. So. Ja, komm, Typ. Scheiße, Joseph, so ein Aufwand für eine Brille. Ja, ist doch okay. Ist doch nicht dramatisch. Na, ja, Spritze. Hey, nimm die. Nimm die Spritze. Eisbolzen. Und. Aber das Vieh lebt noch. Zu kotzen. Was ist das hier eigentlich für ein Kack? Wer hat da irgendwas mit gemacht? Also irgendwelche Symbole hat er da angezeigt. Aber ich habe nicht einmal Schaden genommen bei diesem Drecksvieh. Ich bin Gangster, ja. Ja, hier ist auch nichts mehr Dolles. Was ist mit dir? Wir sollten weiter zur Kirche. Ja, ich bin auch dabei, Mensch. Na klar. Ah, Hundi. Das ist wahrscheinlich der nächste Endboss bei Kapitel 8 oder so. Oder vielleicht auch schon bei 7. So, dann erstmal speichern. Der Wächter. Ja, geil, ey. Das sagt ja schon alles, ne? Also, ja, der Wächter. Kapitel 7. Ja, sehr schön. Ja, gut. War eigentlich interessant. Kapitel 6 war ganz geil. Wir verlieren uns. Ich weiß jetzt nicht genau, was er da jetzt mit meinte. Aber war okay. Also er hat sein Gedächtnis so ein bisschen verloren, aber sonst war gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Kapitel 7 der Wächter.